Willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Witcher. Wir haben jetzt endlich mal das nötige Fleisch für die Prinzessin. Will ich mir auch ganz gerne mal anschauen. Beschworenes Fleisch der geheimnisvollen Kreatur namens Kato Leas. Habt ihr etwas Leckeres für mich? Tartar vom Katoblepas, roh, mit einer Prise Pfeffer und einem ungekochten Eidotter. Ihr wisst, wie man eine Frau erfreut. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Eure Hoheit. Ich gewähre euch eine Privataudienz. Kommt in 5 Minuten in meinen Alkoven. Wir machen Politik. Und Politik hat große Ähnlichkeit mit einem Stelldichein. Das klingt doch mal interessant. Na dann. Seid nicht so hastig. Müssen wir jetzt wirklich 5 Minuten warten? Ich bin gleich für euch da. Gebt uns einen Augenblick, bitte. Käse mundet am vortrefflichsten mit einem roten Espresso 1228. Ah, sie geht los. Folgen wir mal unauffällig. Ganz unauffällig. Ja, wahrscheinlich geht's jetzt einfach darüber. Noch passt schon. Dumpti-dumpti-dumm. Endlich. Also dann Politik, aber leise. Man soll uns nicht hören. Eure Hoheit versprach mir eine Antwort. Worauf wartet ihr? Zieht euch aus. Euer Hoheit. Ich werde zu gegebener Zeit antworten. Doch jetzt muss ich wissen, ob die Legenden über euer Schwert übertrieben sind. Wie ihr befehlt. Das will ich wohl meinen. Scheint mir eine ganz wilde zu sein, die Liebe. Geralt, ich habe mit Declan gesprochen. Und? Ihr solltet miteinander reden. Wieso sollte ich ihm meine kostbare Zeit opfern? Er wird euch ein Angebot machen. Ihr solltet es annehmen. Seid ihr sicher, ihr benutzt mich nicht als eines eurer Werkzeuge? Nur im Bett, Hexer. Nur im Bett. Was ist das Geschenk Laras? Das ist eine lange und komplizierte Geschichte, aber ich werde mich kurz fassen. Lara Doran Ebshiadal war keine normale Elfin. Eher so etwas wie eine genetische Bombe. Sie sollte sich mit einem anderen genetisch veränderten Individuum vereinigen und ein noch außergewöhnlicheres Kind zur Welt bringen. Dazu kam es jedoch nie. Lara verliebte sich in Krenegan von Loth, einen Magier, einen Menschen. Die Wege von Laras und Krenegans Kindern, den Kindern des älteren Blutes, ließen sich nicht so leicht verfolgen. So kam es, dass die Zauberer, die den ganzen Plan ausgeheckt hatten, die Kontrolle über ihr wertvolles Gen verloren. Findet ihr dieses Fest auch so langweilig? Schwebt euch etwas Interessanteres vor? Zu Hause, Geralt. Zu Hause. Okay, jetzt kann ich also unter 4 Augen mit dem Gastgeber sprechen. Sehr schön. Kann ich hier mein Ding wieder aufnehmen? No. Dann bin ich mal gespannt, was der Herr Leuwarden zu sagen hat. Hexer. Entschuldigt mich. Wegen meiner Identität. Schon Fortschritte gemacht? Ich analysiere das alles noch. Okay, Declan. Freut mich, dass ihr hier seid. Was gibt's? Ein altes Sprichwort lautet: Jeder Feind meines Feindes ist mein Freund.
kommt zur Sache. Geralt, ich bitte euch. Hört euch an, was Declan zu sagen hat. Lasst mich raten. Ihr braucht jemanden, der die Drecksarbeit erledigt. Und habt euch gedacht, ein Hexer mit Gedächtnisverlust wäre perfekt geeignet. Genau. Helft ihr, die Salamandra zu vernichten? Ich helfe euch. Aber das heißt nicht, dass wir Freunde sind. Wunderbar. Das entspricht dem, was wir gehört haben. Alle Geheimbünde brauchen Gold. Fistech bringt für die Salamandra den größten Profit ein. Unsere Spione berichten von einem neuen Salamanderlager draußen in den Sümpfen. Die Kräuter werden geerntet und dann zu einem anderen Stützpunkt in Visimas Tempelbezirk geschafft. Schon wieder Sumpf- und Elendsviertel. Na toll. Wir sind sicher, dass ihr beide Lager zerstören könnt. Wenn ihr Unterlagen und Beweise findet, die uns helfen könnten, kommt wieder zu mir. Jawohl, Sir. Bitte um Erlaubnis, die Mission anzutreten, Sir. Beide Lager sind neu und ohne starke Befestigung. Das ist eine Kleinigkeit für euch. Einen Menschentrupp hingegen würden die Salamander mühelos abschlachten. Da opfert man doch lieber einen Hexer. Wenn ich zurückkomme, weiß ich mehr. Kommt morgen wieder, falls ihr Hilfe braucht. Triss hat diese Formel speziell für euch besorgt. Dankeschön. Alles klar, ich glaube, das war, was kann über die Salamandra sprechen? Ich glaube, das war dieses Lager, wo wir ganz am Anfang mal drauf gestoßen sind. Okay, wir haben das jetzt also abgeschlossen. Hexer. Du hast... Wir sehen uns. Moment, nichts Neues mehr zu erzählen. Okay. Nettes Festchen gewesen. Muss ich ja sagen. Hat Spaß gemacht. Hallo, Liebes. Und... Ich glaube, wir können uns dann auch mal jetzt... wieder auf den Weg machen nach unten. Die Gäste haben sich wohl scheinbar verzogen. Dann werde ich mal gerade hier nochmal schlafen gehen. Ich nehme. Ja, das ist schon in Ordnung. Nee, wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich. Verflixt. Ich habe die berühmte weiße Soße des Kochs auf die roten Handschuhe einer Dame verschüttet. Das gibt Ärger. Kann ich helfen? Wie? Ich habe ein paar Handschuhe. Ihr könnt sie gerne haben. Wirklich? Ja, nur halt gerade nicht dabei. Seid ihr blöde? Ich gehe da welche holen. Bei Gelegenheit. Seid nicht so empfindlich. Sind noch Zimmer. 5 Ohren. Ich glaube, ich sollte echt mal so eine Runde Rosen und Handschuhe und so mir mal ins Inventar packen. Und dann für solche Gelegenheiten ist es ja nicht schlecht, wenn ich die mal dann dabei habe. Okay, ich möchte ganz gerne mal bis... Ja. So, frühe Morgenstunde. Und ich hoffe mal, dass dann der Stadtvogt dann auch mal im Dings erscheint. Das wäre nämlich gar nicht so verkehrt. Dann können wir nämlich die Quest abschließen. Im Sumpf sollten wir mal gucken, dass wir dann vielleicht nicht so komplett reinrennen in dieses Gemetzel. Ein bisschen langsamer vorgehen, obwohl wir mit der neuen Rüstung, glaube ich, dann doch wesentlich länger durchhalten werden. Was ist denn hier los, Thaler? Prügelt ihr euch? Sieht doch mal interessant aus. Aber ich kann hier gerade noch dran vorbei, das ist gut. Es ist immer noch niemand da. Verdammt, oben ja wahrscheinlich auch nicht, weil oben waren ja eher so die Ritter. Genau. Also die Ordensheels. Dann gucken wir doch mal, was hier mit Thaler und mit Devet
abgeht. Scheint echt so zu sein, hier diese zwei Lager zu sein. Wo es gleich Kloppe gibt. Geralt, hört nicht auf diesen vollgepissten Betrüger. Was ist los, Thaler? Er ist darin verwickelt. Die gefälschten Erlasse. Aber ich dachte... Woher habt ihr das königliche Siegel, eierleckender Dreckskerl? Wie könnt ihr es wagen, mich zu beschuldigen, Wurm? Glaubt ihr, das Siegel ist gefälscht? Eindeutig. Wenn das hier ein königlicher Erlass ist, wo ist dann Foltests Unterschrift? Geralt, das ist eine Provokation. Der König muss nicht jeden Erlass unterzeichnen. Das Siegel ist echt. Ihr lügt, Devet. Ich kann es beweisen und ihr werdet hängen. Ihr könnt gar nichts beweisen. Ergebt euch und lebt. Haltet euch da raus, Hexer. Niemals. Mich bekommt ihr nicht lebend, ihr Dreckskerle. Ich höre mir beide Seiten an. Der Halunke sollte hängen. Ein normaler Tod wäre zu gnädig. Ich glaube, wir können mal wieder eine Runde Detektiv spielen. Na dann, fangen wir mal an. Hexer, beweist euch als ehrlicher Mann oder als Feigling. Was wollt ihr, Devet? Dieser Schuftaler fügt sich dem königlichen Erlass nicht. Welcher Erlass? Der königliche Erlass, welcher das Siegel eures gnädigen Herrschers Foltes trägt und der ihn seines Amtes enthebt. Kraft der mir übertragenen Autorität etc. etc. wird Thaler hiermit seines Amtes als Geheimdienstchef Temeriens enthoben. Und Thaler widersetzt sich? Ihr macht Witze. Ja. Beweist, dass ihr ein wahrer Patriot seid. Tötet diesen Emporkömmling. Elende Lügen. Der Erlass ist gefälscht. Dieser hirnlose, korrupte Zelot will mich unbedingt tot sehen. Schweigt, verlauster Abschaum. Ihr werdet hängen, Verräter. Geralt, bringt mir den Emporkömmling. Und er muss nicht in einem Stück sein. Ich höre mir beide Seiten an. So kommt ihr mir nicht davon. Habt ihr euch entschieden? Ich höre mir beide Seiten an. So, ich würde mich, wie eigentlich üblich, gegen die Flammenrose hier entscheiden. Wie gesagt, der Typ ist mir eh unsympathisch und von daher speichern wir noch einmal kurz. Habt ihr euch entschieden? Ja. Thaler kann gehen. Thaler kann gehen. Das werdet ihr bereuen, Hexer. So kommt ihr mir nicht davon. Danke für eure Hilfe, Geralt. Ihr taucht am besten eine Weile unter. Gute Idee. Aber ich muss mit euch reden. Später. Ich muss etwas erledigen. Na gut. Wir treffen uns im neuen Narrakord. Alles klar. Können wir mit dir nochmal reden? Der Halunke sollte hängen. Ein normaler Tod wäre zu gnädig. Ein anderer hat euch geschickt. Ein Waffenschmied. Hat euch die Zunft geschickt? Niemand schickt mich. Vergebt mir. Man hat mich vom Markt verjagt, weil ich der Zunft nicht beitreten wollte. Ich interessiere mich nur für euer Angebot. Entschuldigt mein vorschnelles Urteil. Seht euch um. Was bietet ihr denn feil? Ich kaufe und verkaufe Waffen. Die besten der Stadt. Kein Kunde hat sich je beschwert. Wir werden sehen. Urteilt selbst. Ja, sieht ja mal gar nicht so schlecht aus. Die habe ich ja schon, genau. Ah, noch eine neue Rune. Nett. Zeremonienschwert. Sieht natürlich auch nicht schlecht aus. Ich glaube, ich bleibe erstmal hier bei unserem tollen heiligen Schwert.
Ja, ich glaube, so ansonsten wären wir fürs erste Mal ganz gut versorgt. So, wie gesagt, gucken wir nochmal kurz hier rein, ob der Typ mittlerweile mal da ist. Leider immer noch nicht. Dann, was haben wir denn sonst noch? Spiel der Macht, Ghoul-Vertrag, Spuren folgen, Tempelbezirk. Das wäre eine Idee. Hier haben wir ein bisschen was über die Persönlichkeit und die Untersuchung abschließen. Vielleicht machen wir das auch mal jetzt zuerst. Mit der kindlichen Quelle. Ach, da ist Tempelbezirk. Alles klar. Ich hätte nichts gegen ein Bier. Was ist das denn? Was gibt's, Hexer? Wer genau seid ihr? Ich bin ein Graf. Wenn ihr den Namen De Wet noch nie gehört habt, müsst ihr ein Einfallspinsel sein. Interessiert euch außer Politik noch etwas? Eine impertinente Frage. Aber ich werde antworten. Ich spiele gern Poker. Als geistige Übung. Ich kenne dieses Spiel. Spiel? Pfui. Bleibt bei Schwert, Wein und Frauen, Hexer. Ihr seid eindeutig geistig zu träge für Poker. Können wir gegen ihn spielen? Woher kommen diese Monstrositäten? Was wäre jetzt? Nee. Lebt wahrscheinlich immer noch nicht gut genug. Dann begeben wir uns mal Richtung Richtung Tempelviertel oder Tempelbezirk. Ich dachte gerade, wäre hier unser toller Friedhofstor. Kommen wir dann etwa auf den Friedhof? Scheint so. Nette Abkürzung. Ah ja, jetzt ist hier offen. Mutter, komm. Wenn du meinst. Du Ghoul, du. Da können wir leider nicht mehr viel machen. Ja, ich glaube, dann stoppen wir uns erstmal das Kind. Also, machen wir es mal auf den Weg. Richtung Kind. Und, obwohl, vielleicht kriegen wir es sogar in der Folge noch hin. Eine Minute oder zwei haben wir ja noch. Dann können wir, wie gesagt, mal nachschauen. Was das dann damit? Dann müssen wir noch... Hallo. Was habt ihr im Haus dieser Hexe verloren? Ohne Triss wäre ich jetzt wahrscheinlich tot. Wenn ihr lügt, sollt ihr meine andere, nicht so sanftmütige Seite kennenlernen. Ah, was führt euch hierher? Diese Hexe versucht, einen meiner Patienten zu entführen. Alwin, was versteht diese Vettel schon von Kindererziehung? Wo doch jeder weiß, dass sie nie eigene haben kann. Ich will nicht, dass sie das Kind in ihre dreckigen Pfoten bekommt. Der Teufel allein weiß, was sie damit anstellen will. Erklärt ihr, dass Alwin bei mir bleibt. Es wäre viel leichter, wenn ihr zwei euch einfach einigen würdet. Leicht oder nicht, ihr kennt sie besser. Bitte bringt Alwin zu mir. Also gut, gebt mir einen Kuss. Das wird, glaube ich, schwieriger, als ich dachte. Ich will mich auch nicht zwischen den beiden entscheiden. Ich glaube, wenn ich müsste, würde ich mich...
und das Kind. Wir sehen uns im Haus. Ich muss mich, glaube ich, jetzt wirklich entscheiden, oder? Ich glaube, dann gönne ich mir einfach mal die Zeit und warte damit. Und zwar bis zur nächsten Folge zumindest mal, vielleicht sogar noch länger. Aber wenn ich mir auf die Uhr schaue, ist es jetzt zumindest mal an der Zeit, die Folge zu beenden. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und dann schauen wir mal, wie das hier alles weitergeht. Bis dahin, ciao, ciao.